Heute will ich euch zeigen, wie ich mein erstes Medaillon modelliert habe. Das ist quasi eine flache, mehr oder weniger zweidimensionale Figur aus Ton. In meinem Fall ein Pferdekopf. Ich habe zuerst mir so eine Vorlage genommen, irgendein Bild von einem Pferd. Dann habe ich hier so Modelliermasse. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber die ist auch nicht sonderlich gut, also nehmt lieber Epoxy oder irgendwas. Dann braucht ihr noch irgendeine Unterlage. Ich habe hier so ein Brettchen und ein paar Werkzeuge, wie zum Beispiel Silikonpinsel und natürlich Wasser, um das Ganze besser bearbeiten zu können. Das habe ich dann so genommen und mir erstmal ein bisschen was rausgenommen. Es war relativ hart, deswegen musste ich ein bisschen damit kämpfen am Anfang. Ich habe erstmal versucht, so eine grobe Menge mir rauszusuchen, wovon ich dachte, dass die etwa dem Kopf entspricht. Und dann habe ich versucht, das Ganze mehr oder weniger in die richtige Form zu bringen, die es am Ende auch haben soll. Und dann habe ich später dann irgendwann angefangen mit so Modellierpinseln und anderen Sachen, die ich irgendwie aufgetrieben habe, da ein paar Details reinzuritzen, noch ein bisschen mehr Ton draufzulegen, die Mähne einzuritzen und so weiter und so fort, bis es dann schließlich mehr oder weniger zu einem akzeptablen Kopf wurde. Dann habe ich das Ganze trocknen lassen, um es dann später bemalen zu können. Bevor es allerdings ganz getrocknet war, wollte ich es noch von seiner Unterlage befreien. Dazu habe ich mir so ein Stück Draht genommen und es unten entlang der Unterlage entlang geführt, sodass ich quasi den Ton davon abgeschnitten habe. Hat nicht sonderlich gut funktioniert, aber mit etwas Geduld klappt das eigentlich ganz gut. Und wir wollen ja kein Pferd, das für immer und ewig auf diesem Froschbrettchen festgeklebt ist. Zum Bemalen habe ich mir dann meine Pigmente genommen und einen Pinsel und dann angefangen, diese Pigmente auf das Pferd aufzutragen. Ich habe mich hier für einen Bay Roan entschieden, weshalb ich am Kopf erst einmal mit einer Gelb begonnen habe. Und dann habe ich ganz normal, wie bei einem Schleichpferd oder ähnlichem auch, Tiefen hineingebracht, mehr Braun hinzugefügt und so weiter und so fort, sodass am Ende dann der Kopf dem eines Braunen entsprach. Der Hals blieb weiß, da es ja ein Roan-Pferd sein sollte. Nachdem die Grundfarbe fertig war, bin ich dann nach draußen gegangen, um das Ganze ein wenig mit etwas Lackspray zu fixieren. Das muss dann natürlich auch wieder ein wenig trocknen, ehe mit Schwarz die Mähne noch bemalt werden kann und Details wie zum Beispiel Augen hinzugefügt werden können. Nach ein bisschen Gloss ist das Medaillon dann auch schon fertig und kann eure Sammlung beziehen.